Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute ein neues Video und heute möchte ich mich mal mit dem Thema Filter beschäftigen. Filter, also ND-Filter an einer Drohne. Und ja, dafür habe ich mir mit dem Erwerb meiner DJI Mavic 3 Classic, ja eigentlich zwei Tage später, Filter gekauft, und zwar Verlaufsfilter. Ehrlich gesagt wusste ich vorher gar nicht, dass es Verlaufsfilter für eine Drohne gibt, aber mir ist direkt aufgefallen, bei dem ersten Flug oder den beiden ersten Flügen, die ich einmal zum Sonnenaufgang und einmal zum Sonnenuntergang gemacht habe, dass wenn ich den Himmel korrekt belichte, die Landschaft einfach dann zu dunkel im Video, aber auch auf den Fotos wirkt. Man kann bei den Fotos natürlich über die Einstellungen ein bisschen gegensteuern, aber ja, das ist auch nicht so optimal. Dann hätte man noch die Möglichkeit, im Lightroom oder anderen RAW-Convertern noch mal ein bisschen was rauszuholen. Das hat ja schon halbwegs funktioniert, das konnte man auf jeden Fall so machen. Aber noch besser ist es natürlich, die Bilder und Aufnahmen direkt in der Kamera gleich halbwegs vernünftig zu machen. Das spart viel, viel Zeit in der Nachbearbeitung und lohnt sich für mein Empfinden definitiv. Ja, die ND-Filter bzw. Verlaufsfilter, die sind von der Firma Freewell, die habe ich mir bestellt. Da seht ihr hier einmal, wenn ihr das erkennt, ein 09er Verlaufsfilter und ein 1,2er Verlaufsfilter. Das heißt eigentlich nur, dass quasi der Himmel bis zum Horizont oder bis zur Mitte des Bildes abgedunkelt wird. Und das ist natürlich optimal für eben Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge oder wenn ihr einfach mehr Struktur in den Himmel bekommen wollt, ohne dass ihr quasi die dazugehörige Landschaft zu sehr abdunkelt. Dafür lohnt sich auf jeden Fall diese Filter. Dann habe ich vor einiger Zeit die Mavic 3 Classic euch vorgestellt in einem Video. Daraufhin hat mich Freewell angeschrieben, ob ich denn nicht Lust oder Interesse hätte, ihre Drohnenfilter für die Mavic 3 Pro vorzustellen. Dem Ganzen musste ich eine Absage erteilen, denn ich habe keine Mavic 3 Pro und habe auch nicht vor, mir diese zu kaufen. Und ja, habe dann aber in einem Nebensatz erwähnt, dass ich aktuell mit der Mavic 3 Classic unterwegs bin. Und ja, ging ganz schnell, hat man mich gefragt, ob ich diese vielleicht probieren möchte, und dem habe ich zugestimmt, weil das natürlich etwas ist, was ich noch gesucht habe. Und ja, hier ist das Set. Also deswegen auch nicht wundern, dass ich das Video mit Werbung kennzeichne, das ist einfach aus Sicherheitsgründen. Und so schaut das ganze Set dann aus. Und zwar haben wir hier 8 normale ND-Filter. Die beginnen mit dem ND8-Filter, ND16, 32 und 64. Und dann haben wir noch kombinierte ND-Filter, nämlich ND-CBL-Filter, so nennt man die. Hier haben wir noch eine Polfilterfunktion im ND-Filter, im eigentlichen ND-Filter integriert. Und auch hier haben wir wieder die gleichen Stärken, 8, 16, 32 und 64. Ich bin mit den Filtern jetzt schon ein paar Mal geflogen und bin super, super zufrieden. Ich verlinke euch das Set unten in der Videobeschreibung. Und was ich auf jeden Fall empfehlen kann, sind diese Verlaufsfilter. Die kann ich jetzt hier bei den Bedingungen, wie ihr sie im Hintergrund seht, nicht wirklich sinnvoll testen. Aber zeige ich euch, wenn da Interesse besteht, gern nochmal in einem anderen Video. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Heute hier soll es um die ND-Filter, die normalen ND-Filter, aber auch um den Filter mit Polfunktion gehen. Wie gesagt, ich bin schon ein paar Mal damit geflogen, habe damit fotografiert. Ich kann da keine Farbverschiebungen erkennen, zumindest keine, die sich nicht korrigieren lassen über die Anpassung des Weißabgleichs. Und tolle Qualität. Die Bilder sind auch von der Schärfe her ganz genauso. Und wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze performt und wie ich das zum Beispiel mache, dass ich Filter an einer Drohne verwende, das zeige ich euch jetzt. Dafür baue ich jetzt erstmal die Drohne auf und melde mich gleich wieder. So Leute, ich habe die Drohne jetzt quasi ausgeklappt. Sie ist noch nicht angeschaltet. Und wir fliegen jetzt erstmal mit dem Standard, ja, Kamerasystem quasi ohne Filter. Einfach damit ihr das mal seht. Ich nehme euch mit auf das Display. Ich hoffe, das funktioniert gut. Also das Display der Fernsteuerung habe ich selber noch nie probiert. Wir werden es jetzt einfach testen, machen Versuch, Irrtum, Methode. Und dann blende ich euch das so ein bisschen mit ein. Und wir werden als erstes natürlich mal im Automatikmodus fliegen, weil das ist einfach
viel zu hell dann, wenn wir hier die Shutter Speed Regel einhalten wollen. Und das ist aber genau das, worum es mir ja geht. Das wisst ihr, wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt. Ich lege da Wert drauf. Ich weiß, dass man das nicht in jeder Situation braucht, dass das nicht unbedingt lebensnotwendig ist. Ich finde es aber einfach schön, eine vernünftige Bewegungsunschärfe zu haben und das Videomaterial dem menschlichen Auge so ein bisschen anzupassen. Muss man nicht machen, wie gesagt. Ich finde es sehr, sehr gut und ja, mit der Drohne ist es halt möglich, weil wir eine verstellbare Blende haben, aber es geht auch mit anderen Drohnen. An der R2S zum Beispiel hatte ich auch immer einen ND-Filter dran. Ob das immer sinnvoll war, mag dahingestellt sein. Hier macht es auf jeden Fall noch mehr Sinn. Ich würde sagen, ich hau jetzt mal die Drohne in die Luft. Die Fernsteuerung hier ist gestartet, ist einsatzbereit. Ich schalte die Drohne ein. So. Ich habe hier einen guten Startplatz, deswegen muss ich sie nicht aus der Hand starten und landen. Und das machen wir jetzt mal. Ja Leute, ich habe die Drohne jetzt in der Luft, habe hier die Bildschirmaufnahme aktiviert. Ich hoffe, das funktioniert. Und wir sind jetzt im Automatikmodus der Kamera. Ich fliege in 4K60, fliege im D-Log. Das heißt, ich muss das Videomaterial noch graden. Und ansonsten würde ich sagen, wechsle ich jetzt einfach mal noch in den Pro-Modus, damit ihr einfach mal noch seht, dass das mit der Shutter-Speed-Regel dann eben nicht funktioniert. Wir fliegen quasi jetzt mit 4K60. Das heißt, wir brauchen eine Shutter-Speed-Regel von 1/120. Das wäre jetzt so. Und da seht ihr, das Bild ist immer noch viel zu hell, ist also nicht brauchbar, bringt uns überhaupt nichts. Die Blende ist schon auf 11, weiter zu bekommen wir sie nicht. Und im D-Log ist halt die ISO zwischen 400 und 800. Das heißt, auch da können wir nicht eingreifen und ein bisschen weniger ISO geben. Und hier bleibt mir also mit der Kamera ohne ND-Filter nichts anderes übrig, als den Automatikmodus zu nutzen für die Videoaufnahmen. Und deswegen wechseln wir da jetzt auch wieder rein und fliegen mal ein Stück, machen ein paar Fotos und dann melde ich mich gleich wieder. So, das war der Automatikmodus. Ihr habt es gesehen, anders ging es nicht. Ich habe noch ein paar Fotos gemacht, nur damit ihr das vergleichen könnt. Ich hoffe, die Lichtsituation bleibt jetzt auch relativ gleich. Was ich jetzt mache, ist, dass ich im Videomodus bleibe, stelle jetzt wieder auf Pro. Da hatte ich ja vorher schon meine Einstellungen korrekt gesetzt. Ich würde die Blende noch ein bisschen öffnen. Also die muss jetzt nicht unbedingt 11 sein. So, ist immer, der Touchscreen funktioniert nicht immer so, wie ich mir das so wünschen würde. Ich würde jetzt hier auf Blende 5,6 gehen. Das würde mir jetzt erstmal reichen. Und da seht ihr natürlich, das ist viel, viel, viel zu hell. Gerade so, dass man die Kamera sieht. Also hole ich mir jetzt mal einen ND-Filter aus meinem Package. Stell die Drohne mal kurz ab. Ihr merkt natürlich auch, es ist ziemlich windig heute, aber die Drohne interessiert das überhaupt nicht. Ich würde jetzt mal einen ND16 als erstes versuchen wollen. Und um zu wissen, ob das so funktioniert, nehme ich den einfach und halte den quasi vor die Kamera. So, halte den, jetzt habe ich einen Gimbal nach unten gemacht. So, halte den so ein bisschen vor die Kamera und dann sehe ich, dass das immer noch zu hell ist bei Blende 5,6. Jetzt könnte man die Blende ein bisschen weiter schließen.
dann wäre das Problem gelöst. Oder man probiert ND32. Hier fürchte ich allerdings, dass das zu dunkel ist. Wir machen das jetzt aber für das Video. Also ich wäre jetzt im Normalfall wahrscheinlich mit dem 16er geflogen. So, das Case hier ist übrigens auch sehr, sehr gut. Geht aber anfangs etwas straff, die Filter rein und raus zu nehmen. Ihr seht schon, wenn man hier nebenbei noch filmt und alles macht, dann ist das gar nicht so einfach. So, so, und dann machen wir das gleiche nochmal. Ihr seht das jetzt wieder. Und hier sind wir jetzt minus 1,7. Nehmen wir mal die Finger noch weg. Dann sind wir minus 0,7. Den Rest bekommen wir definitiv über die Blende geregelt. Ich lege den Filter mal kurz hier drauf und zeige euch, wie ich diesen wechsle. Dafür schalte ich auf jeden Fall die Drohne aus. Ich weiß, es machen nicht alle so. Viele lassen die Drohne auch an, ich nicht. Einfach um den Gimbal zu entspannen. Und dann halte ich hier die Kameraeinheit richtig fest zwischen Daumen und Zeigefinger. Und dann kann ich die Schutzkappe lösen. Leg die hier mal auf meine Kamera und dann setze ich den ND-Filter an, drehe den drauf und ihr habt das vielleicht auch gehört, das geht ziemlich straff. Dann empfehle ich immer ein Putztuch mitzuhaben. So, und dann sieht das sehr, sehr gut aus. Und dann können wir die Kamera wieder einschalten, die Drohne. Zack. Jetzt warten wir kurz auf die GPS-Signale, die sind schon da, passt also schon alles. Und ja, würde ich doch sagen, Drohne an und wir gehen wieder in die Luft. Steigen erstmal auf eine gewisse Höhe. So, und dann sehen wir, dass wir jetzt ein bisschen zu dunkel sind. Und jetzt mache ich aber die Blende auf Automatik erstmal. So, und jetzt macht die Drohne das selber und belichtet korrekt. Das ist eigentlich erstmal relativ einfach so und würde ich für den Anfang auf jeden Fall auch so empfehlen. Ich starte die Aufnahme und wir fliegen einfach mal los. Ich richte den Gimbal noch ein bisschen aus, so. Und dann gehen wir hier in die Luft. Wie gesagt, ein bisschen schwierig heute mit dem Wind. Aber ja, ich habe da einfach Vertrauen in die Drohne, die da wirklich einen sehr, sehr guten Job macht. Wir drehen uns mal ein bisschen, erstmal gegen die Sonne, also zum Licht hin. Und dann seht ihr das hier jetzt auf dem Display im Zebra, dass der Himmel jetzt natürlich ja, teilweise überbelichtet ist. Die Blende schließt sich jetzt weiter, wir sind jetzt schon bei Blende 5. Deswegen würde ich auch empfehlen, 4K60 zu fliegen, auch wenn man gar nicht unbedingt eine Zeitlupe machen möchte oder so, ist das trotzdem besser, weil ihr den Shutter Speed ein bisschen kürzer haben könnt. Geht auch 5K30, habe ich auch schon gemacht. Dann ist halt die Blende weiter zu, ne? Was aber nicht immer gut ist, was so die Bildqualität anbelangt. So, jetzt drehen wir uns hier so langsam raus aus dem Gegenlicht und die Blende ist jetzt auf 4,5 gegangen und das hat er jetzt selber quasi korrigiert. Leider ist das Ganze nicht stufenlos, sondern man sieht das dann im Video. Ich versuche das dann durch sanfte Schnitte rauszunehmen, dass das dann nicht so auffällt. Ich beende mal die Videoaufnahme und mache einfach mal noch ein paar Fotos jetzt mit Filter, richte den Gimbal aus und dann seht ihr hier dieses wunderschöne Gelb des Rapsfeldes. Wir machen hier mal so halbe Aufnahme, so in etwa. Sieht auch mega aus. Ja, endlich Frühling, alles grün, alles schön, Filter ist drauf und wie gesagt, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden mit den Filtern. Die machen wirklich einen ganz tollen Job, weil man eben halt auch vernünftige Fotos machen kann. Da ist ja Qualität dann immer das A und O. Wir gehen zurück in den Videomodus. Ich richte die Drohne aus hier in Richtung Feld, starte die Aufnahme und wir fliegen einfach nochmal los.
Und hier seht ihr es vielleicht auch so ein bisschen im Verlaufsfilter, da würde jetzt hier nicht so richtig viel bringen, wobei natürlich, man muss schon sagen, das Gelb des Rapsfeldes ist schon echt extrem gelb. Von dem her könnte man so einen Filter vielleicht andersrum gut gebrauchen. Das heißt also, unten dunkler machen als oben, das geht aber nicht. Bautechnisch kann man die Filter nicht andersrum ansetzen. So, jetzt habe ich hier eine Meldung bekommen, dass meine Drohne eine schlechte Verbindung hat, weil ich mich zu euch gedreht habe. Ja, wir sind ja gar nicht so weit entfernt. Ich gehe mal ein bisschen runter auf jeden Fall mit der Drohne. So, jawohl. Und wir fliegen erstmal hier wieder her. So. Das Schöne ist halt, dass ich die Drohne immer super gut im Blick habe, dass ich sie einfach immer gut sehe. Das war mit der R2S nicht immer so. Ich fliege mal hier in Richtung unser Auto. Wir sind übrigens hier unterwegs in der Dübener Heide. Das war ganz bewusst so gewählt. Wir waren gestern in Leipzig, sind da quasi durch Sachsen gefahren. Aber Leipzig ist mit seinem Flughafen ja, ewig weit mit den Flugverbotszonen, auch wenn da super viel schöner Raps war. So, jetzt sind wir hier erstmal ein bisschen weiter unten. Jetzt seht ihr mich hier. Hi. Das funktioniert also genauso gut. Und jetzt würde ich so die Drohne nochmal drehen. Und dann fliegen wir nochmal ein bisschen ja, dichter hier über dem Feld lang. So, in die Richtung da. Und dann sammeln wir noch da so ein paar Impressionen ein. Die Drohne korrigiert die Flughöhe automatisch, wenn sie der Meinung ist, man ist zu tief. Finde ich persönlich sehr, sehr praktisch. Muss man sich nicht ganz so viele Gedanken machen. Und es ist halt Wahnsinn. Wir sind jetzt 400 Meter weg und ich sehe sie immer noch super gut, die Drohne. Ich denke mal, in der Kamera sieht man sie nicht mehr, aber ich sehe sie nach wie vor. Ja, ihr Lieben, die Drohne ist wieder sicher in ihrer Tasche angekommen. Das war jetzt so das, was ich euch mal zeigen wollte. Ich weiß, dass das für viele nicht unbedingt sinnvoll ist, Filter an einer Drohne zu verwenden. Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich immer versuche, nach korrekter Shutter-Speed-Regel zu fliegen. Das klappt eigentlich auch in 90% der Fälle, würde ich mal sagen. Und das Schöne bei diesen Filtern ist halt einfach, sie tun den Fotos nicht weh. Also man hat da keinen qualitativen Unterschied. Finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Weil ja, ich eben hauptsächlich fotografieren möchte in der Luft, aber wenn man schon die Möglichkeit hat, mit so einer Kamera zu fliegen, dann macht man natürlich auch mehr Video. Und ja, bis jetzt ist es noch so, ich bin total begeistert von der Drohne, fliege eigentlich auch sehr viel und ja, macht mega viel Spaß und ich freue mich dann immer zu Hause, die Aufnahmen zu sichten. Wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare oder besucht unser Forum hobbyfotografie-forum.de. Dort könnt ihr auch gern euch anmelden, Teil einer kleinen Community werden und eure Fragen stellen, beziehungsweise auch natürlich, wenn ihr Tipps für uns habt, dann immer her damit, ist immer herzlich willkommen. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, schmeißt die Glocke an und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Zeit und wir sehen und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao, euer Daniel. Tschüss.